In meinem Haus gibt es 18 Geschäfte, davon sind nur noch 4 vermietet. Das ist das Ergebnis einer Rund-um-die-Uhr-Überwachung. Die Kunden dieser Geschäfte, die wussten, dass selbst Kurzparken, um bestellte Ware einzuladen, an diesem Platz sofort mit einem Ticket geahndet wird. Worauf ich hinaus will, ist, dass der digitale Platz namens Internet bereits ähnlichen Zugangserschwernissen ausgesetzt ist, die da heißen Vorratsdatenspeicherung, heimliche Online-Durchsuchung und wörtlich Zugangserschwernisgesetz. Und alles ist trotz der Koalitionsverhandlungen noch latent vorhanden. Egal, wogegen und zu welch guten Zweck die Rund-um-die-Uhr-Überwachung des Internet die kleinste Ordnungswidrigkeit in der digitalen Welt künftig für die Ewigkeit speichert, sowas behindert die Kreativität. An Orten, an denen man sich fürchtet, da ist niemand kreativ. Warum sehen viele Kollegen den neuen Kreativplatz Internet als Gefahr? Warum übernehmen sie fast 1:1 die fadenscheinigen politischen Rechtfertigungen zu Internetsperren, Online-Durchsuchung und Überwachung und der heute beschlossenen Datenweitergabe der Fluggäste an die USA? Oft wieder besseren Wissen tun sie das. Liegt es daran, dass wir keine Ahnung vom Medium haben und Politiker, nicht zuletzt unseren Verlegern, bedingungslos glauben müssen? Schüren und manifestieren wir damit nicht Ängste, die den neuen Kreativplatz, die neuen Chancen, die die virtuelle Welt jedem bieten könnte, die diesen Chancen keine Chance geben? Dies hier, das ist ein Laserpointer. Als der Laser erfunden wurde, vor fast 50 Jahren, da wusste kein Mensch, was man damit mal anfangen soll. Man experimentierte einfach mal spielerisch drauf los und heute ist der Laserpointer ein nicht mehr wegzudenkendes Wirtschaftsgut und die Laserindustrie ein mächtiger Wirtschaftsfaktor. Hätte es von politischer Seite für Laser ähnliche Regulierungsbestrebungen gegeben wie heute für das noch gar nicht entwickelte Internet, wäre der Privatbesitz eines Laserpointers bestimmt verboten oder das Teil wäre deswegen noch gar nicht erfunden. Warum also ignorieren wir so sehr die Zukunft der Gegenwart oder besser die Gegenwart der Zukunft? So verlieren wir alle und alles. Ohne diese merkwürdigen Gesetze könnten wir nur gewinnen. Alle. Frau Merkel, schreiten Sie ein.